Hallihallo, Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Mistkäfer Sammelsimulator 2016 mit dem Darky Priest. Hallihallo. Und mit meiner Wenigkeit, dem Knusperkorb. Ja. Ha. Ja. So, da nochmal zur Hinguck-Sicht. Da ist unser Mistkäfer, unser erster. Wir wollen aber noch einen zweiten, dass wir gleich zwei mitnehmen können. Und das heißt also, wir verziehen uns nochmal kurz in die Höhle in der Hoffnung, da ist noch einer. Ja, ich würde sagen, auf geht's. Ja. Los geht's. Wir sind jetzt gerade in irgendwie in dem Hoch, ne? Wir haben den ersten Mistkäfer gefunden. Wir wollen gleich noch einen zweiten mitnehmen. Ja. Ja, das, ich habe so das Gefühl, das geht schief. Ja. Meine Todeshölle. Das Anfangsstückchen laufe ich mal wegen dem Ladedings, oder? Nö, gut, wenn der immer drin war, es geht. So. Ne, ich laufe eigentlich an sich am Anfang, weil... Ah, und jetzt weiß ich auch, nach was ich suchen muss. Die schimmern nur ein bisschen. Die bewegen sich ja kaum. Naja, genau. Stimmt, du hast sie ja... Doch, du hast sie auch schon mal gesehen. Nee, hab ich nicht. Ja, im Video, klar, aber... Ja, also die sind schon klein, sag ich mal so. Nee, sind sie nicht. Aber die sind wandlungsfähig. Bist du hinter mir? Nicht ganz, aber fast. Ach so, du nimmst dir die Abkürzung. Genau. Okay. Geht der hier gerade nur runter und runter und hier ist dann ist schon die Stelle, wo da drüben ist eine Flattermaus, die zerflatter ich mal. Nee, sind mehrere. Und Schlangen und so. Alles da. Alles, was wir brauchen. Also die Schlangen sind mit meinem Vogel ganz gut zu handhaben. Die Flattermäuse mit der Drehung. Oh. So, wo ist er? Nein. Verfehlt. Ich muss sagen, die Idee mit den Flugis hier reinzugehen ist gar nicht doof. Okay, unten ist auch wieder was los. Ich glaube, wenn wir ein paar mehr Leute wären, könnten wir zwei Landtruppen und zwei Flugtruppen wären, ich glaube, die Idealbesetzung. Ja gut, aber wir sind ja nur zu zweit. Und du hast drei hinter dir, ne? Ja, ich weiß, ich versuche dir gerade. Ich bin der Wingman. Ich bin Goose. Gooseman. Ja, ja, so, Gooseman kommt. Da waren es nur noch einer oder zwei. Ich weiß es nicht. Ich muss auf meine Stamina achten. Ich habe mich gerade zu oft gedreht. Ich gehe gerade nicht mehr jetzt down. So, was fleucht hier auf dem Boden rum? Lang. Warte mal. Du, nimm mal bitte deinen Flügel aus meinem Gesicht. Ich will erstmal nach einem Käfer gucken. Weil theoretisch könntest du glatt den Käfer anheben. Da ist ein Käfer, ich sehe ihn. Ja, bleib mal in der Richtung. Nee, darüber, wo die Schlange ist. Da, wo du gerade warst, da ist ein Käfer. Der ist so orange. Den kannst du eigentlich glatt anpacken und aus. Sekündchen? Nee. Ja, ich bin fast über. Geh mal drüber. Ja, bin ich. Unter mir. Ich sehe den kaum. Weil ich bin noch zu voll beladen. Ich kann den nicht mitnehmen. Ich muss dann erst... Ja, mach mal ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ja, nee, ich sehe den kaum. Der ist, hier. Direkt unter mir jetzt. Direkt unter mir. Okay. Ah, okay. Ein Orangen und ein Grüner. Wie geil. Die haben übelst geile Farben, muss ich sagen. Habe ich den? Ja, ich habe ihn. Nice. Und wieder raus. Hier hoch. Einmal gerade hoch bloß. Ja, ich komme hier hinterher. Und hier lang. Ja, ich fliege langsam, oder? Ja, ja. Geht gut. Hinter mir? Ja? Ja, ja, ich hab ihn noch tausendmal. Achso, wisst ihr was ich wieder? Nicht zu nah. Sehe ich nicht mehr, wo ich hinfliege. Muss mal kurz gleich den Timer anmachen, fällt mir gerade wieder ein. Ach, der Timer, das ist so ein Ding für sich, Junge. Seitdem ich das neue Aufnahmeprogramm habe, habe ich keinen Timer mehr. Das ist doof. Hinter mir? Hallo? Ja. Ja, ist ja, ja. Gut. Ja, gut, okay. Okay, okay. Okay, alles klar. Bin da. Bin down. Nicht down, da oh, down. Hinter mir, da down. Ruckler. Oh ja. Da. Ich sehe Sonne. Ich sehe Licht. Ich sehe Sonne. Oh, warte mal, aber bevor du den absetzt, muss ich den anderen erstmal auf passiv setzen. Sonst geht das vielleicht noch schief. Ja, mach das mal. Okay. Blick ich hier gerade? Nein, ich hassen sie sich? Nee, aber ja. Du siehst meinen Namen, ja? Ja, ja. Ich habe mich gerade in der Richtung geirrt.
Nee, ich glaube, der greift ihn trotzdem an. Gehe ich mal von aus zumindest. Deswegen setze ich mich mal kurz ab. So, und macht dann mal auf. Oh, schaut Kasi. Euch mal den Käfer an, hä? So, der chargiert im Licht. Ey, oder, in mal. Tausend Regenbogenfarben. Warte mal, Nani. Geil. Warte mal, Nani. Nani. Was? Ich darf da mal meinen Zuschauern auch mal was zeigen, oder? Ja, ja, aber der hängt in der Tür fest. Aber da müssen wir dann einfach so eine Wand rausreißen. Das geht auch. Ich wollte gerade den anderen einfach sicherheitshalber mal kurz rausnehmen. Scheiße, jetzt hängt er echt in der Tür fest. Machen doch passiv. Ja, hab ich ja. Aber jetzt hängt er in der Tür fest mit seinem dicken Arsch. Und jetzt komme ich nicht mehr. Warte mal. Oh, Alter, bei mir ruckelt's heute was zusammen, ey. Das ist doch nicht normal. Nein, dann nicht raus. Oh, du Idiot. Hallo. Herr Traute. Hallo. Wenn die manchmal reagieren. Nicht raus. Lass den Käfer da drin. Ich wollte ihn raustun, Mann. Warum? Käfer? Bist doof. Der Käfer steckt jetzt in der Türe. Ja, ich glaube auch. Na, ist es so. Ich sehe es ja. Der Käfer hängt fest, ja, das ist richtig. Ja, weißt du was? Ich stelle mich rein, du haust den anderen Käfer einfach rein. Der kann ja nie weg, der andere Käfer steht da. Okay. Warte. Geh weg. Warte doch mal. Ich muss doch erstmal mich hier drin absetzen, du Pfeife. Jetzt. Hau rein. Hui. Ja, da ist aber nicht drin, ne? Nein, ist er nicht. Abgesetzt ist. Oder. Jetzt. Jetzt. Ich habe einen Kampf-Sound. Jetzt. Okay. Check. Also. So. Was haben wir eigentlich? Männlich, weiblich? Ist egal, ne? Ist egal, die haben kein Geschlecht. Ich muss jetzt erstmal kurz meinen Vogel auslernen, damit ich ihn mitnehmen kann. Warte mal, ich habe hier einen Raptor. Oder einen Spucker. Das würde ich gerne behalten. Du machst die Kampfmusik, ja? Ja, ja. Und der Rest, den hau ich jetzt einfach alles weg. Alles fallen lassen, annehmen. Das ist Käfer. Passiv. So. Ja, hä? Klasse. Kannst du nicht? Richtig. Ach, shit. Käfer ist zu fett. Nimm erstmal den aus der Tür mit jetzt. Ich hätte gedacht, weil ich nämlich, ich erklär's mal kurz den Zuschauern, weil ich ein Dilophosaurus mir krallen konnte, dachte ich, dass ich auch so ihn mitnehmen kann. Aber wie es scheint, ist es nicht so. Ja, ja. Jetzt. Ja, ich kann den nicht. Na, danke, jetzt dass du mich mitnimmst. Hä? Danke, dass du mich mitnimmst. Lässt du mich wieder los? Danke. Nee. Wäre sehr freundlich von dir. Das ist schön, dass du mal ein bisschen aus der Richtung gehst. Jetzt. Habe ich ihn? Ja. Ja. Mach die Tür zu. Gut. Wo muss ich hin? Oh je. Weißt du, wo ich hin muss? Oh. Schön. Ich muss nach da oben. So. Da ich jetzt ja gerade alleine bin, sage ich, jo. Ich flieg mal in die Richtung. Ja gut, ich bin schon mal richtig zufrieden, dass wir einen Mistkäfer haben. Denn Mistkäfer sammeln Mist. Hallo? Und... Hallo? Ja. Ja, ich hatte gerade ein DC. Ja, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Auf einmal okay. War ich allein. Ich habe gerade mal kurz die Aufnahme... hast du? Du musst ja auch cutten wahrscheinlich, dann.
Hä? Weil ich habe nämlich gerade meine Aufnahme beendet. Kurzerhand mal. Hast du? Ja, na klar, musste ich doch. Weil ich aus dem Spiel raus bin und ich weiß nicht, ob das dann die Aufnahme crasht oder so. Deswegen habe ich vorsichtshalber mal kurz. Aber bei dir geht's weiter, ja? Ja, ja, bei mir geht's weiter, ja. Ja, ich weiß nur nicht, wohin ich will und ganz ehrlich, ich glaube, ich bin falsch. Ich tue jetzt arg beitreten. Sogar sehr falsch. Genau falsche Richtung. Genau. Ja, wie es eben geht, weißt du ja. Nee, eben nicht. Genau falsche Richtung geflogen. Echt jetzt? Ich war gerade voll erschrocken, meine Gertraude ist einfach weitergeflogen. Ich dachte mir so, Alter, bist du bescheuert? Du Kackvieh. Ach, da drüben ist er da. Ich bin mich gerade am Einloggen für alle, die gerade bei Vulcano Darky zuschauen. Ich hatte gerade mal einen tollen Absturz vom Internet. Toll. Sag mal, habe ich nicht eigentlich einen Timer angemacht? Sag mal. Hattest du eigentlich gemacht, ja. Das ist cool, der läuft nämlich nie. Okay. Gut, dann ja. Aber es sind, glaube ich, noch 10 Minuten oder so. Ja, ja, also hinbringen können wir sie auf jeden Fall noch. Frei, also laufen lassen auf Wandering, das machen wir noch auf jeden Fall, die Folge. So würde ich auch sagen. Genau, weil ins Gehege wollten wir sowieso, weil wir nämlich dann nach der Folge mal gucken wollten, was männlich, was weiblich ist, was wir alles da haben, was wir noch brauchen, pipapo. Richtig. Lock dich mal schneller ein hier, Mann. Nee, was sie ja sagen wollte, und zwar brauchen wir die Tiere, dass die Kotknödel sammeln. Genau. Um Fertilizer auszuscheißen. Ich glaube auch, die machen Gasolin deswegen. Beides. Ich glaube. Weißt du, was auch eigentlich geil wäre, wenn wir bei uns im Dings, weil das Mammut und so macht ja auch Kacke. Wenn wir da irgendwann nochmal zwei holen, die bei uns dort rumlaufen lassen, das wäre eigentlich auch noch eine Idee. Richtig. Weil die machen halt großes Kacker, ne? Die machen, Mammut macht großes Kacker und die anderen beiden machen mittleres Kacker. Gut, die Flugis, die... Na gut, wir können ja einen auf dem Dach rumlaufen lassen und einen unten. Geht ja. Ja. Ist ja Geländer drum überall und so. Wir haben ja erstmal einen gefunden. Das ist ja schon mal Hammer. Ja, das ist richtig. Boah, Alter, ey. Wir gucken mal, inwieweit sich das jetzt mit den Zweien lohnt, würde ich sagen. Jetzt im Gehege dann. Ja. Ach halt, Hauptsache, Gehege, der lockt sich das jetzt müsste ja da sein, ne? Hauptsache, der lockt sich. Ja, du musst eh nochmal zurückkommen, weil ich kann die ja nicht tragen. Ja, ob ich das nochmal finde, ist die nächste Sache. Genau. Hol ich dich irgendwo ab? Mir egal. Mir egal! Ich bezahl dir oder Zugticket, Alter. Ist mir scheißegal. Tragt mich ins Auto, ich fahr euch alle heim. Ich muss dann mal noch was essen, ey. Real Life und so. Echt? Naja, Real Life gibt's sowas. Oh, wusste noch nie. Hab ich vorgestern das letzte Mal. Ich wollte mir eigentlich noch was zu trinken holen. Ach, Mann. Ne, jetzt machen wir die Folge noch fertig und dann gehen wir noch was zu trinken holen. Und dann räumen wir noch ein bisschen unsere Cappuccino! Cappuccino! Unser Arc-Universum auf und dann läuft. Ja. Also, und dann kommt morgen schon die nächste Session. Yay! Ja, wir machen jetzt ein bisschen, ja, also wie gesagt, das mit den Patches, das würde ich eigentlich gerne mal machen. Da müssen wir uns dann nochmal nach der Session jetzt hier, können wir uns dann nochmal kurz schließen. Beim Aufräumen können wir ja eben labern. Wie wir das machen wollen, können, tun, machen und so. Fände ich eigentlich ganz cool. Okay, jetzt bin ich bei der Base. Base in your face? Base in your face will ich nicht sein, also von dem her. Na, laden halt erstmal dort ab, ist ja egal. Bei unserer Base? Ja, weil ich könnte ja dann mit wechseln und dann mit dem Quetzel den mit rüber schaffen, den zweiten. Wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Okay, ich stehe an der Base, also an dieser Clan. Oh, jetzt komm, jetzt. So, und da bin ich auch wieder zurück bei meiner Folge. Ich habe jetzt hier einen kurzen Cut gesetzt, ja. Habt ihr ja sicherlich mitgekriegt. Ich hatte gerade einen DC hier für alle, die jetzt bei mir geguckt haben. WB!
Ja, genau. Bei mir lädt es jetzt gerade noch ein bisschen alles nach. Darky ist schon fleißig unterwegs. Der ist, glaube ich, schon an der Base. Und ich müsste eigentlich. Nee, ich bin schon wieder zurück. Ich will schon wieder das. Und ich müsste jetzt eigentlich auf dich hier warten. Das ist doof. Nee, ich flieg gerade zum. Gehege. Alter, sehen die geil aus. Denke nicht. Alter, sehen die cool aus. Was denn? Der Käfer. Dark Hunterbunt, ey. Wie so ein Regenbogen sitzt er hier. Naja, den wo du hast, ja. Alter, ist das. Der wo ich hab, so gelb, gelb-grün. Vor allem ist der auch Level 95, ne? Der andere. Also der eine über 100 und der über 95. Naja, das sind voll die Schweine eigentlich. Naja gut, ich habe auch ein großes Kackerkügelchen reingemacht, ne? Da haben die sich gefreut. Da haben sie sich aber mal gefreut. Huch, nein, ich wollte doch nicht meinen Vogel rufen. Gut, ich lade den ersten ab. Bam! Ja, auf Wandering kann man ja dann stellen. Warte, mach ich gleich. Oh Mann, umso länger muss ich hier doof rumstehen. Kannst du ja auch machen, ne? Aktiviere Wandern. Guckt er mich an? Oh, ist das süß. Hallo. Guck mich an. Hallo. Guck, guck. Mich hinlege ist noch geiler, aber so. Hier gibt's gerade voll die Session bei mir, ey. Achso, und ich habe mir überlegt, ne? Da ich ja. Alter, voll geil. Da ich ja keine Screenshots jetzt mehr mache für meine Thumbnails, ne, mache ich jetzt einfach immer mit Steam ein paar Screenshots und werde die auf meinen Steam-Account vielleicht öffentlich hochladen oder sowas. Einfach so nebenbei. Ja, kann ich ja machen. Wenn ich mal was screene, weißt du so. Ganz cool. Wenn er so ist, ist vielleicht eine Idee. Aber ich vergesse so. Da trotzdem immer wieder. Oh, ein Kackekügelchen. Jetzt mache ich eben den Mi an, also die Map. Wo bist denn du? Bei 70, 55, ne? So kann man das sagen, ja. Ich würde mich dann auch in die Luft stellen wieder. Du kannst ja zu diesem kleinen Berggipfel wieder fliegen und dann kann ich dich ja lotsen, theoretisch. Ja. Also ich bin gerade eigentlich, sind wir an dieser Spitze vom Fluss, oder wo dann das Sumpfgebiet dort dann anfängt. Ich hoffe, das findest du. Flatter mal los, Herr Flattermann. Ich flattere. Hätte ich ja vorhin gar nicht alles droppen müssen. Liegt das noch hier? Ne, ist alles weg, klar. Na ja, gut. Er ist drauf. Wie bitte? Cool. cool. Alter, endlich haben wir mal Kackkäfer, ey. Zumindest einer ist schon da. Einer ist schon safe. Der ist schon auf Wandering, ja? Ja. Yeah. Ja, cool. Also ich bin ja eigentlich direkt am Sumpf, ja. Müssen wir auch noch hier, du weißt schon, den mit dem Segel hinten auf dem Rücken, den müssen wir auch noch holen. Den. Oh. Genau. Wo er wieder heißt. Den müssen wir auch noch organisieren. Ich habe jetzt eh nicht mit zum Themen. Ich habe ja alles dahin mitgelassen, in der Hoffnung, was tragen zu können, aber. Nö. Der ist einfach zu fett. Ja, wir müssen noch einen zweiten Adler holen. Ja, für sowas müssen wir dann nochmal einen zweiten holen, ja, hast du recht. Also Adler sind halt doch ein bisschen. Ja, schneller, die können ne? halt mehr tragen. Nee, schneller nee, aber die können mehr tragen. Das ist ja das Ding. Soll ich mich mal in die Luft bewegen, oder? Ich bin jetzt überm Ende des Sumpfes. Okay. Ich sehe bei mir einen weißen Beacon. Also ich habe ja keinen Beacon. Doch, ich sehe einen weißen Beacon, oder? Ja, aber der ist noch weit weg von mir. Links, rechts? Vor mir, weil ich gerade genau hingucke. Mehr Inland oder der ist ja ziemlich am Strand. Ja, du musst noch weiter. Da unten auf der Map, wo diese drei Flüsse sich treffen sozusagen, da bin ich. Bei 70, 50, ne, oder in 50, 52 sowas. Da treffen sich drei Flüsse. Obwohl sich überall drei Flüsse treffen, das ist voll doof eigentlich. Mann. Warte halt. Ja, warte halt. Halt, stopp. Es regnet. Der Dauer. Die Erde wird nass. Die wird nass. Da nehme ich keinen Schirm mit. Ich
schalte mir mal die Map über den Kopf, so. Ich hab einen Regenschutz. Wo bleibst du denn? Ja, ist ja gut. Alter, ist ja gut. Mann, ey. Ich bin jetzt beim Sumpf. Ja, hier ist überall Sumpf. Du bist witzig. Warte mal, die Map sagt... Ich bin jetzt bei... Bei? 73,62. Da bist du zu weit rechts auf der Map. Du musst weiter links. Und ein kleines Stück höher. Links? Also wieder ja, zurück. Wenn du bei 63 bist und eigentlich zu 52 sollst, ja, bist du zu weit links. Ich habe hier einen kleinen Hügel vor mir. Entschuldigung, bist du zu weit rechts? Ja, ja. Du musst weiter nach links. Ja. Du hast einen kleinen Hügel vor dir. Na, ist das nicht der Hügel, den du vorhin schon mal hattest? Ich glaube. Ja, warte mal, ich flieg mal hin. Also, dieser kleine... Ach, da bist du rechts von mir. Links. Guck nach links, guck nach. Guck nach. Guck mal nach links. Hui. Ach, da ist er ja. Oh, schön. Das ist jetzt unsere Käfer-Themestation. Nee, aber ihr denkt, wir sind jetzt echt bescheuert, aber ganz ehrlich, es ist nicht so einfach, hier sich auf dieser kleinen Welt noch zurechtzufinden. Ja, es gibt ja dann noch kleinere Maps, ne? Nee, aber wir haben auch vor, auch mal in einer größeren Map hier alles. Irgendwann mal, wenn wir das Spiel durch haben, mal da zu spielen, ja, gleich. Oder mal, wenn wir mal viel Geld hab haben oder so. Du hängst gerade im... Der hängt noch hier unten. Der ist noch im Käfig. Warte mal eben. Was ist das denn? Käfig? Ja. Da. Miep. Komm. Nein. Nein. Ach Mann. Jetzt. So, Map. In welche Richtung geht's denn? Eigentlich Richtung großen Vulkan, ne? Also ist so eigentlich. Ja, da sind die. So, hinter mir irgendwie? So. Wo bist du? Hä? Wo bist du? Richtung großen Vulkan. Wo bist denn du? Richtung großen Vulkan. Ja, schon klar, aber wo ist der denn? Boah, fliegt mal ein Stück höher, siehst du doch. Unser Metallvulkan, den siehst du ja über die ganze Map. Ja, ich meine, ich bin richtig. Ja, dann wirst du schon finden. Guck halt auf die Map, wenn du was nicht willst. Ich bin jetzt eigentlich klar an dem Berg, wo wir das Kristall mal abgestaubt hatten da. Hä? Hm? Ist eigentlich gleich drüber oder Ecke. Ist eigentlich gar nicht so weit. Ne? Eigentlich simpel. Also ich bin eigentlich richtig. Ich bin auch eigentlich richtig. Hä? Eigentlich sind wir 10 Meter von unserem Gehege entfernt gewesen, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen, hä? Das ist doch gleich hier. Ja. Ich flieg hier immer voll die Scheiße. Ja, genau. Ich bin da. Lol. Warte, ich flieg mal zurück. Ach, deswegen bin ich vorhin zurückgeflogen. Da war ich auch richtig. Rucke. Weil ich bin jetzt bei uns daheim. Alter, ist. Wie schon immer. Alter, ist gut mit Ruckeln. Also bei mir ruckelt das gerade nicht. Naja, es hat gerade, weil ich gerade am Gehege angekommen bin, hat sich erstmal fett angeruckelt. Aha. Hat er sich erstmal in geruckelt, weißt du? Ach so. Maikäfer! Hier krieg ich doch rum! Ach, hui! Ist das süß. Die brauchen doch Mist, die haben doch Hunger, ne? Die brauchen doch Mist, oder? Ja. Kann Fäkalien in Öl und Dünger verwandeln, aber nur, wenn Wandering aktiviert wird. Also in Öl und Dünger. Okay, das ist ja auch was. Baller bei dem mal das Gewicht hoch. Gewicht? Alter, hat er kaum Gewicht. Achtung, ich komme.
Hallo, zweiter. Hä? Aktiviere. Warte mal, da ist klein Kacke-Kügelchen. Bleib mal, geh mal weg. Geht schon auf Wandering. Alles gut. Okay. Oh. Ist das süß. Du, da neben dir ist doch ein Kacke-Kügelchen, du Blödi. Wir haben ja echt einige am Rumlaufen, ne? Ja. Langsam wird das. Ach, cool. Ach, ich freue mich. Ich freue mich, glaubst du gar nicht. So, das war jetzt, glaube ich, bald die Folge, oder? Ja. Ja, ne? Also, würde wie gesagt, ich sagen. Wir suchen auch nach Namen, ne? Also, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, immer her damit, ne? Müssen wir mal gucken, ob die Tröge... Warte mal, hier liegt jetzt ein Kacke-Kügelchen. Ja, unter deinem Adler. Und da liegt noch ein Kacke-Kügelchen. Ja, hier liegen zwei und eins. Jetzt hol das mal! Hey, Affe-Käfer! Hier, Affe, die sind Affe! Die, die sind nicht die schnellsten. Nee, oder? Hallo! Kugel hingeschmissen. Sieht aus wie eine Zecke. Jetzt, ja, hallo! Hier, Kacke! Er ist gerade ein bisschen doof. Jetzt habe ich genau vor in seine Fresse geschmissen. Der ist ja doof. Oder musst du das in den Rhein schmeißen? Ich hau mal was in die Rhein. So. Und der zweite jetzt hin. Laufen nicht schnell, aber ist weg. Hallo? Hä? Wo ist er denn? Ist der? Da ist er. Ah, okay. Zurück. Ich hab mal was in den Rhein getan. Alles gut. Mal gucken. Vor allem haben die gerade mal nicht schon mal 10 Gewicht, ne? Verstehe ich nicht, aber Gesundheit 800. Ausdauer, brauchen die auch so viel, ne? Was? Gut, okay, du darfst, wenn du willst, Abmodi machen. Was machst denn du hier? Hau doch mal in die Gänge. Der hat ihn mal drinne gerade, mehr kann der eh nicht tragen von den Großen. Ja gut, wir beobachten die Sache mal, würde ich sagen. Ich würde jetzt mal gerne noch mal kurz den Eier suchen. Ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der Ophiraptor? Ja, ist er. Komm mal her. Hast du schon was einstecken? Nein, hast du nicht. Okay. Bin ich mal gespannt. Tschüss. Darf's weiterlaufen. So geil, was hier los ist, ey. Nice. So, ja, wie gesagt. Ja, wir haben mal langsam so ein richtig schönes Gehege. Richtig. Soll ich mal den Bronto laufen lassen? Na. Der arme Bronto darf nie laufen. Obwohl... Ich weiß, aber der wackelt mir immer zu viel rum. So, hier liegt ein Haufen Gammelfleisch drinne und Fleisch haben wir hier drinne, aber keine Bären. Bisschen doof. Ich weiß gar nicht, ob die sich selbst von Bären ernähren können hier. Ah, oh, da unten! Ein Affe! Ein legionären Affe! Hallo Legionär! Hallo Mistkäfer! Wie heißt er denn? Ich mag die Mistkäfer. Find ich gut. Gib mir mal. Wie heißt er denn? Nee. Gib mir doch mal einen Namen, du Affe. Ich hab doch keinen. Nein, ihm. Wie heißt er denn? Der rennt nicht. Immer gleich weg. Und bei mir ist er Gemeinschaftsaffe. Ach Mann. Na egal. Ach so. Ah, ich hab ja den Namen nicht an. Ich Depp. Gemeinschaftsaffe. Und hier ist er, der... Dagis Bodentruppe, hier, meiner, Hulu, Hulu, Hulu Affe. Ey, was ne Hammer, Hammer. Hier ist alles voller Tiere. Ja, ich lasse mal den Bronto mitlaufen. Ja, mach mal. Ja, naja, also wenn wir dann noch T-Rexe haben und Spinus und so, wird das Gebiet dann echt zu klein dafür, zum Wandering, für die Großen. Ja. Aber jetzt kann ich den Bronto ja eigentlich erstmal rumlaufen lassen. So, ich würde sagen... Ja, mal jetzt. Du, mach ich. Mal was sagen, mach jetzt. Ich. Da würde ich sagen, also gut, meine lieben Freunde, und danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Ark Survival Evolved mit dem Knusperkopf. Ja, anwesend. Und meine Wenigkeit, dem Darky Priest. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Ciao. Ciao.